Shalom Aleichem, seid begrüßt. Ihr hört Proste Yiddish und ich heiße Esther. Ich komme zu euch wie gewöhnlich mit ein bisschen Yiddish für alle, was lernen sich Yiddish. In dem Episode wird ihr hören von Emma Breslow. Emma ist ein Yiddishist und ein Doktorand. Sie erzählt wegen ihrer Forschung, gar interessant. Und was noch? Was lernt man ist zurück und ich rede ein bisschen wegen dem kommunistischen Schreiber Chaver Paver. Seid ihr gereit? Gut, lass mir hören ein bisschen Jiddisch. Proste Jiddisch. Shalom Aleichem, alle. Ich heiße Emma Breslow. Ich bin a Graduierstudentke in mein vierten Jahr. Ich komme von Boston, aber wohne jetzt in Hawaii auf meinem Programm. Ich habe sich gelernt Jiddisch schon in 3 Jahren, zumeist mit der Arbeiterin. Mein Forschung ist wegen 3 Sachen. Eins ist wegen Jiddisch-Englisch. Was ist Englisch, was kommt von jiddischen Sprachen, meistens von Jiddisch und Hebräisch. Die Wörter können sein verspreit in Englisch, also wie Klotz oder Chutzpah, oder mehr ungewöhnlich in Englisch, also wie Hämisch oder Beschert. Ich verinteressiere sich mit Jiddisch-Englisch-Wörter und wie soll Australier und Amerikaner nutzen die Wörter in verschiedener Orphani. Ich forsch wegen sei jiddische, sei goyische Menschen, was nutzen Jiddisch-Englisch-Wörter. Wie soll hab ich das geforscht? Ich und meine Kollegin Caroline Handy haben geschickt a größer Fragebogen zu 600 Menschen, wegen welche Wörter sie kennen und welche sie nutzen. Wir haben ausgefunden, als a Sach Jiddisch-Englisch Wörter sind dieselbe für jeden in Australien und Amerika. Aber amerikanische Goyim kennen mehr Wörter wie australische Goyim. Aber wir haben euch gefunden, als australische Menschen, Jiddisch und Nicht-Jiddisch, nutzen ein paar Wörter, was amerikanische Menschen, a viele Jiden, kennen und nutzen nicht. Eins von den Wörtern ist Schimmazel, was ist nicht Schlimmazel und meint mehr weniger Balagan. Australische Jiden kennen euch a paar Wörter, was kein anderer nutzen nicht, also wie Yarmi, was ist verkürzt von Yarmulke. Mein zweite Forschung ist sehr anders. Es ist wegen mikronesischer Gewichsen und wie soll Menschen, was reden a mikronesische Sprach, Woliayen, reden wegen die Gewichsen. Mein dritte Forschung ist noch als neu und wird sein meine Dissertation. Ich verinteressiere sich in uns, mehr weniger. Ich will studieren Jiddischisten, Menschen, was sind oftmals nicht chassidisch und oftmals haben keine tagtägliche Gelegenheit zu reden Jiddisch, aber was reden fort Jiddisch. Ich will forschen wegen, wie soll man nutzt Jiddisch, sich auszudrücken und zu schaffen unsere Identitäten durch Jiddisch. A Dank, Emma. Eure Forschung klingt mir gar interessant. Als ihr wollt weiter lernen wegen Emma und ihr Arbeit, geht a Guck in die Episode Bemerkungen.
Und ich kann sagen, als sie der Emmes, als da in Australien, haben wir sehr lieb zu verkürzen alle Wörter. Nicht nur Jarmi, was Emma hat der Mund, aber auch Barmi, a Bar oder Bas Mitzvah. Und jetzt seid ihr begrüßt in Bücherwinkel, wo man wird reden, wegen was man hat gelernt, auf Jiddisch Avada. Wir wollen speziell reden wegen Lernmaterialien, was seinen passig für Lerners. Wenn man sucht, etwas zu lernen, was ist nicht zu schwer, tracht man oft wegen Kinderliteratur. Aber einmal passt das nicht. Teilmal seien die Kinderbücher nicht so leicht zu verstehen. Man hat sie geschrieben für Kinder, was kennen schon Jiddisch, versteht sich. Und einmal seien die, was seinen ja leicht, sehr nudne. Aber die meisten von dem kommunistischen Schreiber Chaver Paver seien nicht nudne, weil sie beweisen sehr interessante Geschichten und Perspektiv. Chaver Paver ist doch ein Pennomen. Sein Emissennomen ist gewesen Gerschen Einbinder. Chaver Paver ist gekommen von Berschad, heutzutage in Ukraine. Wenn er hat gehabt 23 Jahre, ist er weggefahren, keine Merke, und ist geworden ein Schreiber und ein Lehrer in die linker Ordensschulen. Die jüdische Schulen seien gewesen ein Projekt von einem jüdischen Teil von einem IWW, die Wobblies. Der Fahr, wenn man lernt die meistens, kann man sich lernen mehr wegen Politik und was man hat gemeint wegen die Rolle von Kinderliteratur in die linke Bewegungen. Aber was soll man lernen? Als man will anheben mit kleinen Meises, kann man lernen dem Büchel Chaver Paver meißelich. Aber das Buch, was ist geworden ein klassisches Werk von der jüdischen Kinderliteratur, ist labzig. Meißelich wegen a kluger Hintele, was ist a Reus in 1935. Die Aventures kommen vor in Brownsville, Brooklyn, was ist demut gewesen der jüdische Arbeiterquartal. In die Meises lernt man wegen einer Gruppe jüdische Talmidim und sehr Hintel Labzig, was hilft sei mit dem Kampf für Gerechtigkeit. Labzig ist sehr klug und mit ihm lernen die Kinder wegen korrumpierter Politiker, Polizianten, Schulverwalters und noch Agenten von einem kapitalistischen Establishment. Klingt ein bisschen didaktisch? Ja, aber die meisten seien euch gar keine Wichtig. Chaver Paver hat euch geschrieben für der kommunistische Zeitung Morgenfreiheit und herausgegeben der Erzählungen und Bücher für der Erwachsene. Geht ein Guck in einem Transkript für Links zu die Bücher, zu einem kleinen Video von einem Leipzig Marionettenspiel von den letzten paar Jahren und noch Protim wegen ihm. Chevre, das ist der Sof von Episode 10. Und ihr wisst, was das meint? Es ist der Sof von der vierten Saison Proste Yiddish. Ich hoffe, als ihr hat genug gehabt, als ihr hat sich etwas gelernt und als wir wollen sich weiter treffen in Saison 5. Bis demut!
seid mir alle gesund und stark.